Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. Einige Gäste scheint das Hotel zu haben. Aber normalerweise müsste bei solchem Wetter mehr los sein. Vielleicht haben die anderen den Wetterbericht gelesen. Ein Sturm zieht auf. Und wer will schon bei Regen in einem Hotel am Atlantik festsitzen? Ja, so gut wie keiner. Viele sagen, die alten Küstenstädte in Neuengland würden wie skandinavische Orte aussehen. Ich glaube aber kaum, dass sie dort so große Häuser bauen. Küste? Es sind nicht unbedingt die Strände von Florida oder Kalifornien. Das Wasser ist hier zu kalt, um lange zu baden. Da kann er aber auch nicht runtergehen oder so, nur die Veranda, Fenster. Der Raum dahinter scheint ein Büro zu sein. Schreibtisch, Akten. Und die Veranda? Sieht sehr gemütlich aus. Von der Veranda aus kann man bestimmt hervorragend die Wale beobachten. Das erinnert mich an meinen Lieblingsfilm Whales of August. Der geniale Vincent Price in einer wirklich ungewöhnlichen Rolle. Der Mast ist einem Flaggenmast nachempfunden, wie man sie auf großen Schiffen findet. Na, dann gehen wir mal rein. Hier liegen einige Magazine, Reiseempfehlungen, Touristeninformationen. Nichts, was mich interessiert. Hier hängen überall Bilder von Schiffen. Entweder interessiert sich der Hotelbesitzer wirklich dafür, oder er erwartet, dass seine Gäste sowas sehen wollen. Ja gut, das kann ja sein, ne? Wenn er so an der Küste und so, Pflanze. Grünzeug. Davon verstehe ich in etwa so viel wie von Autos. Das ist nicht so viel. An der Tür hängt ein Schild. Privat. Der Besitzer und seine Familie wohnen in diesem Haus. Entweder sind dort ihre Wohnräume oder es ist ein Büro dahinter. Dann reden wir mal mit dem Portier. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Gehört Ihnen das Hotel? Allerdings. Mein Großvater hat das Hotel gebaut. Seit gut 15 Jahren leite ich es. Sie wohnen mit Ihrer Familie hier? So ist es. Die Besucher schätzen die ruhige und familiäre Atmosphäre hier. Es ist eben doch etwas ganz anderes, in einem kleinen Familienhotel zu wohnen. Diese schrecklichen Bettenburgen in den großen Ferienorten sind doch nicht zu ertragen. Und irgendwann übernehmen Ihre Kinder den Laden? Das hoffe ich. Meine Tochter macht eine Hotelier-Ausbildung in der Schweiz. Ich kann nur hoffen, dass ihr unser Haus da nicht zu provinziell und klein ist. Mein Sohn hat wohl eher andere Interessen. Was tut er? Nun, er ist Musiker. Tatsächlich? Ja. Er glaubt wohl, man könne damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Einige leben sehr gut davon. Was spielt er? Er spielt so einen elektronischen Bass in einer Band. Punk-Rock nennt sich das wohl. Und da machen Sie sich Sorgen? Kennen Sie meine Mutter? Rebecca Michaels? Rebecca? Aber natürlich. Wir sitzen zusammen im Tourismusverband. Sie sind Ihr Sohn? Wie geht es ihr? Nicht gut, fürchte ich. Sie liegt im Krankenhaus. Sie ist gestürzt. Oh, mein lieber Junge. Das ist ja... Ich werde sofort meiner Frau Bescheid geben. Wir werden ihr eine Karte schicken. Wenn Sie meinen. Was machen Sie eigentlich hier? Sollten Sie nicht bei Ihrer Mutter sein? Ich gehe nachher nochmal vorbei. Richten Sie ihr viele Grüße aus. Ja, klar. Ich habe gehört, hier finden hin und wieder Pokerrunden statt. Könnte ich da noch einsteigen? Also hören Sie mal. Wir sind ein seriöses Hotel. Illegales Glücksspiel wird bei uns nicht unterstützt. Ich würde gerne nochmal... Na schön. Manchmal spielen wir hier in einer kleinen Runde Poker. Aber nichts Öffentliches. Ganz privat. Und nie mit großen Einsätzen. Finden Sie etwa, dass ein Blindenstock für einen Blinden kein großer Einsatz ist? Er wollte es ja so. Wissen Sie, ich denke, ich werde Sie bei der Polizei anzeigen. Ich meine, das geht doch nicht. Sie können einem Blinden doch nicht den Stock abnehmen. Rufen Sie doch die Polizei. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe den Stock ehrlich gewonnen. Da können Sie alle Beteiligten fragen. Wenn Sie das sagen... Wie war das nochmal mit dem ehrlichen Gewinn bei dem illegalen Glücksspiel in Ihrem renommierten Hotel?
Was halten Sie davon, wenn ich der guten Rosie davon erzähle? Was werden wohl die Leute davon halten? Einem Blinden seinen Stock zu stehlen! Was für ein hinterhältiger, schmieriger Kerl Sie sind! Nein, bitte, tun Sie das nicht! Es tut mir leid. Ich wollte den Stock doch gar nicht. Eddie hatte nur kein Geld mehr dabei und hat ihn als Pfand gesetzt. Für wie viel hat er ihn denn gesetzt? Ach, das ist nicht der Rede wert. Was sind schon 100 Dollar? Sehen Sie ihn heute noch? Dann könnte ich Ihnen den Stock mitgeben. Richten Sie ihm schöne Grüße aus. Er solle ihn einfach als Geschenk eines guten alten Freundes betrachten. Na schön. Ich nehme ihn mit und werde es Eddie ausrichten. Und grüßen Sie auch Ihrer Mutter, wenn sie aufwacht. Ja, ja. Ah, oh, wie lächerlich, ey. Ich sollte am Bett meiner Mutter hocken oder meine Faust in Fullers fettem Gesicht versinken. Stattdessen stehe ich hier und habe Schmetterlinge im Bauch. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, mich hat's echt erwischt. Also los. Herein. Hallo, Angelina. Komme ich gerade unpassend? Nein, nein. Komm rein. Ich habe die Bilder dabei. Hier. Oh, schön. Ehrlich gesagt, sind die alles andere als schön. Falsche Beleuchtung, haarsträubende Komposition. Fuller hat wirklich keine Ahnung, was er da tut. Das habe ich mir schon gedacht. Sie wären sicher besser geworden, wenn du sie gemacht hättest. Wie würdest du mich fotografieren? Also, dein Gesicht müsste... Also... Mach's einfach. Hm? Sag nicht, du als angehender Starfotograf hast keine Kamera dabei. Doch, natürlich. Also los, ich brauche noch ein Geschenk für meine Eltern zum Hochzeitstag. Sehr schön. Das Licht ist perfekt. Lebst du schon lange hier? Ich lebe gar nicht hier. Ich studiere in Boston. Meine Mom hat hier seit einigen Monaten ein Haus. Was treibt dich hierher? Schau mal darüber. Ja, so. Bist du Schauspielerin oder sowas ähnliches? Du hast es erkannt. Ich bin eine bekannte englische Bühnenschauspielerin auf dem Weg nach Hollywood. Nein, jetzt mal im Ernst. Ich studiere Literatur und Geschichte in England. Ich beschäftige mich mit englischen Auswanderern in Amerika. Ihre Sehnsüchte, ihre Träume, ihre Realität. Wow, das ist interessant. Wenn du meinst. Mal schauen. Ich wollte mich treiben lassen. Lebensläufe sammeln. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Arbeit aufbauen soll. Meine Mutter kommt auch aus England. Sie ist vor über 20 Jahren hergekommen. Tatsächlich? Meinst du, ich könnte mich mal mit ihr unterhalten? Das wird momentan nicht gehen. Das ist ein sehr schönes Armband. Ja, nicht wahr? Ich habe es von meiner Großmutter bekommen. Sie war immer für mich da. Leider ist sie letztes Jahr gestorben. Oh, das tut mir leid. Danke, aber das muss es nicht. Sie war am Ende sehr krank, weißt du? Für sie war es eine Erlösung. Kurz bevor sie starb, hat sie mir dieses Armband geschenkt. Sicher findest du es albern, aber ich habe so immer das Gefühl, dass sie in meiner Nähe ist und auf mich aufpasst. Vielleicht können wir noch ein paar besondere Bilder machen. Für deine Mappe. Außerdem wollte ich schon immer mal ein paar Modelfotos von mir haben. Oh, klar. Also, ich weiß nicht. Was hast du dir denn vorgestellt? Nackt. Ich dachte vielleicht so. Also, die geht vielleicht ran. Oder so. Oder so. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Als Frau denke ich jetzt nur Schlampe. Weiß ich nicht. Es ist schon ein bisschen... Hä? Ich meine... Wenn sie jetzt nur auf Sex aus wäre, gut. Aber... Ich weiß nicht. Das kann man dann auch anders regeln. Man könnte es zumindest einfach sagen. Ich weiß nicht. Ich habe gerade Gedankengänge, ey. Später. Ja, später. Das war's. Der Film ist voll. Schade. Ich bin gerade erst warm geworden. Wow. Mhm. Was hältst du von einem Essen? Ich... Eigentlich habe ich noch keinen Hunger, aber...
Heute Abend, im Diner. Ich lade dich ein, als Bezahlung für die Fotos. In Ordnung? Ja, klar. Das klingt gut. Also dann bis heute Abend. Du kannst die Fotos doch bis dann entwickeln. Ja, logisch. Ich freue mich auf dich. Ja, der kann alles in der kurzen Zeit. Oh Gott, wie kann man nur so verliebt sein? Oh. Meine Güte, das war ja was. Ja, Miss Angelina Morgan hat ein Zimmer hier. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen oder möchten Sie hinaufgehen? Wie lange hat sie das Zimmer gemietet? Verflucht, keine Bilder mehr auf dem Film. Verzeihen Sie, Sir, das müssten Sie Miss Morgan schon selber fragen. Ich kann nicht. Schon gut. Braune, zurückgekämmte Haare. Lange, gerade Nase. Eng beieinanderliegende Augen. Welches Zimmer hat sie denn? Ich werde Sie anmelden, Mr. Das wird nicht nötig sein. Ich komme später noch einmal wieder. Schmale Lippen, fahle Haut, scharf geschnittenes Gesicht, spitzes Kinn. Aber sagen Sie ihr bitte nicht, dass ich hier war. Es soll eine Überraschung werden. Ich... Hallo? Du unbekannter Fremder. Hallo, was ist denn, Sir? Und weg ist er. Was will der Typ? Na gut, der wollte zu Angelina, das haben wir ja gerade herausgehört. Aber wir können ja den Portier um Schnappstöße zu Entschuldigen machen. Sie? Ja, bitte. Extras frei, okay. Seit wann wohnt Miss Morgan hier? Sie scheinen befreundet zu sein. Fragen Sie sie doch selber. Wir sind ein sehr diskretes Hotel. Ist das die Stelle, an der ich einen 20er auf Ihren Tresen legen soll? Wie bitte? Ach, nichts. Dieser Typ, der Sie nach Miss Morgan ausgefragt hat, haben Sie den schon mal gesehen? Tut mir leid, nein. Er kam rein und stellte mir einige Fragen, dann ist er verschwunden. Seltsamer Kerl. Kennen Sie ihn? Nein, aber ich denke, er sollte nicht zu Miss Morgan gelassen werden. Natürlich nicht. Ich rufe oben an und erst, wenn die junge Dame zustimmt, lasse ich ihn hoch. Und er kann sich hier nicht vorbeischleichen? Naja, ausgeschlossen ist das nicht. Aber die Türen lassen sich von außen nur mit Schlüssel öffnen. Mhm. Ja, dann lass mal eben rausgehen, mal gucken, ob da noch irgendwas auf uns wartet. Und ansonsten gehen wir erstmal zu dem Alten. Also schön. Ich muss vor meinem Date noch die Fotos entwickeln. Aber in Fullers Dunkelkammer komme ich nicht mehr. Dann muss ich wohl mit Haushaltsmitteln zurechtkommen. Moms Badezimmer wäre als Ersatzdunkelkammer sicherlich zu gebrauchen. Ich habe noch den Rest des Fotopapiers. Und Entwickler habe ich auch. Ich brauche Rotlicht, zwei flache Schalen, etwas Säure als Fixierer und irgendwas zum Belichten. Ein Projektor zum Beispiel. Ich schreibe alles auf, damit ich nichts vergesse. Was für ein Tag. Ja. Und nu? Wie soll ich das jetzt machen? Okay, wir gehen jetzt erstmal den Blindenstock abgeben. Hier, Ihr Blindenstock. Danke, bist ja doch schlauer, als du dich anhörst. Stell ihn am besten neben die Tür. Hätte auch ruhig ein bisschen dankbarer sein können. Wenn ich dir helfen kann, musst du nur sagen. Oh. Wegen des Dia-Projektors. Ist nicht zu verkaufen. Ich will ihn auch nicht kaufen. Ich brauche ihn nur kurz. Ich möchte ihn mir ausleihen. Ich habe Ihnen schließlich mit der Münze geholfen und Ihren Blindenstock wieder beschafft. Das ist wahr. Okay, den haben wir schon mal. Okay. Nimm dir den Projektor. Aber bring ihn zurück, heute noch. Ja, heute noch und unbeschädigt. Gut, gut. So, mehr hat der alte Mann nicht. Ah, Fuller ist wieder da. Und wenn es nach mir geht, werde ich... Kann man auch nicht... Was ist mit dem Trinknapf hier? Da kann man draufdrücken?
Die Schale kann ich für mein improvisiertes Fotostudio benutzen. Da bin ich gut. Ein massives Eisengitter. Fuller ist zurück vom Fotoshooting. Ich werde da nicht reingehen. Es könnte Tote geben. Und wo ist denn das Buch? So, jede rote eingefärbte Birne kann für Rotlicht sorgen. Als Fixierer funktioniert jede Säure, zum Beispiel Zitronensäure oder Essig. Zitronensäure oder Essig und jede rote Birne. Ich verstehe nicht, warum Fuller den Kram nicht einfach mal abholen lässt. Was will er noch damit? Okay, gucken wir noch mal. Vielleicht beim Diner irgendwas? Da sind auf jeden Fall rote Lampen. Ja. Ja, damit kann ich für Rotlicht sorgen. Diese Lichterkette wird heute Abend dunkel bleiben. Vielleicht wäre es jetzt hilfreich, ins Diner zu gehen? Nach Essig zu fragen? Ich will sie gerade nicht bei der Arbeit stören. Okay, dann brauchen wir das nicht. Dann können wir eigentlich direkt mal nach Hause gehen und gucken, was wir da finden. In diesen Schränken. Achso, jetzt habe ich das schon zu schnell weggeklickt. Sorry, Leute. Hier war doch irgendwo. Ah, eine flache Schale. Genau die brauche ich zum Entwickeln der Bilder. Aber wo kriege ich den Essig her oder so? Zitronensäure oder Essig? Ich frag's. Mir fällt nichts ein, über das ich mit Rosie reden könnte. Okay, dann haben wir hier nichts. Gut, dann bleibt nur noch das Krankenhaus. Ich will sie gerade nicht von ihrer Ab. Ich bin nicht sonderlich morbide. Okay. Wo könnten wir denn noch sonst was finden? Da nicht. Im Moment weiß ich nichts, was ich ihn fragen könnte. Monatliche Zahlungen aus England von einem C-Punkt anstatt Schmerzensgeld von einer Versicherung. Und eine Rückenverletzung, die eher von einem Sturz herrührt als von einem Autounfall. Was wird hier gespielt, Mom? Warum hast du mich angelogen? Wo könnte ich denn noch was finden? Vielleicht doch noch mal im Diner? Vielleicht liegt hier irgendwie was? Brot? Wenn ich mir jetzt die Taschen mit Brot vollstopfe, fühle ich mich auch nicht besser. Die Spezialität? Hä? Okay. Ich weiß nicht, wo ich Zitronensäure oder so herkriegen könnte. Rotlicht sorgen. Als Fixierer Bilder entwickeln. Funktioniert jede Säure, zum Beispiel Zitronensäure oder Essig. Ich kann ja jetzt alles abgehen, aber das bringt mir ja jetzt auch nicht viel.
Hallo? Ich möchte gerade nicht... Ja, du möchtest mit allen nicht reden, aber... Junger Mann, die Räume sind privat. Oh, sorry. Wusste ich nicht. Steht ja auch nicht drauf, ne? Ich möchte gerade nicht... Warte mal. Warte mal, was ist denn dieses andere Zeug hier? Ein Abführmittel. Damit lässt sich bestimmt früher oder später etwas anstellen. Ich habe jetzt überall... Da war ich. So, da war ich auch. Da war ich jetzt auch. Da war ich auch. Und da war ich auch. Was soll ich da? Dann gehe ich halt wieder nach Hause. Die könnte im Tee noch sind. Vielleicht Zitronen drin haben, bei meinem Glück. Die Tasse ist noch halb voll. Wieso ist sie aufgestanden und dort rübergegangen? Vielleicht hat das Telefon geklingelt? Hat sie vielleicht eine schlechte Nachricht bekommen und ist ohnmächtig geworden? Das sehe ihr gar nicht ähnlich. Nee. Das Badezimmer wird eine gute Dunkelkammer abgeben. Es hat keine Fenster, es ist gefliest. Perfekt. Jetzt brauche ich nur noch alle Zubehörteile. Ich brauche 2 Schalen, einen Fixierersatz und ein Belichtungsgerät. Das Badezimmer wird... Ich brauche 2 Schalen. Okay, wir gehen da nicht rein, weil er das nicht möchte. Ich denke nicht, dass ich in der Kommode noch etwas interessiert. Mehr ist hier, glaube ich, nichts. Ich muss gerade. Er muss jetzt gerade niemanden anrufen. Gut. Dann rufst du halt niemanden an. Ich weiß nicht, wie ich hier diesen Ersatz kriegen soll. Ich gehe nochmal ins Krankenhaus. Ah, ein Soda-Automat. Genau. Könnte Zitronensoda haben. Eine Flasche Soda. Hurra! So, jetzt habe ich alles. Das Badezimmer wird ein... Ich brauche 2 Schalen. Das Badezimmer... Ich brauche 2... Eine Flasche kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk. Eine gute Idee. Aber wie bekomme ich das Abführmittel in die Flasche, ohne den Deckel zu beschädigen? Ja, das, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie mit dem? Nee, mit dem. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich weiß überhaupt nicht, für was er das braucht. Ich weiß es nicht. Mom ist Musikfan. Das haben wir gemeinsam. Allerdings gehen unsere Geschmäcker etwas auseinander. Klassik verträgt sich nicht so gut mit Nirvana oder Pearl Jam. Eine gute Idee. Ein schönes Stück. Ziemlich klassisch und für Mams Geschmack sieht es auch ziemlich teuer aus. Man kann das Fernrohr auf dem Stativ drehen. Obendrauf ist ein Kompass befestigt, der die Blickrichtung anzeigt. Aber die Frage ist ja, wen wollen wir da rauslocken? Und dem und das Abführmittel geben, ne? Macht ja keinen Sinn.
Es gibt hier tatsächlich fließend Wasser. Hätte ich nicht mit gerechnet. Im Diner stand auch nichts. Ich geh doch mal hier hin. Biddeford ist nicht wirklich eine Hafenstadt. Dennoch gibt es hier massig Boote. Vor allem Segelschiffe. Essig oder Zitrone müsste eigentlich im Diner sein. Bezaubernd. Das ist stinkender Müll und ich habe kein gesteigertes Interesse daran. Bezaubernd. Nein. Kaugummiautomat? Ich will sie gerade nicht bei der Arbeit stören. Was gibt's doch nicht, ey. Ich brauche aber doch irgendwie was ich hier... Wer da was von... Ich will sie gerade nicht bei der... Ich weiß nicht, wo ich hier was herkriegen soll. Er will mit niemandem reden? Ich will sie gerade nicht von... Mehr brauche ich nicht. Ich weiß gar nicht, für was du sie überhaupt brauchst. Ja gut, um das Apfelmittel reinzukriegen. Der Monitor zeigt die Vitalwerte meiner Mutter an. Im Moment weiß ich nichts, was ich... Bitte werde wieder gesund, Mom. Werde gesund und erzähl mir die Wahrheit über deinen und Dads Unfall. Ich will es wissen. Ich lasse die Waage lieber hier. Was soll ich mit einer Waage? Es scheint hier im Gebäude ein Dutzend Kameras zu geben. Vielleicht sollten sie noch die Bildschirme filmen, um zu überprüfen, dass alles gefilmt wird. Da war ich. Im Hotel war ich. Ich war eigentlich überall. Außer hier nochmal. Ich möchte gerade nicht mit ihm reden. Ja, Flaschen. Ich will mich nicht betrinken. Hätte ja auch was Säurehaltiges drin sein können. Vermutlich ist es sein Originalfunkgerät aus dem Zweiten Weltkrieg. Viel neuer sieht es auf jeden Fall nicht aus. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht, ey. Das Fenster ist vergittert. Die Stäbe sehen ziemlich kräftig aus und sind in der Wand eingemauert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist... Hotspot anzeigen. Ja, zeig mir mal einen Hotspot an. Gestern hat Fuller Wäsche aufgehängt. Für sich und seine Mutter. Ich fand es einigermaßen überraschend, dass ein Großmaul wie er die Wäsche seiner Mutter wäscht. Und vor allem beunruhigend. Der Mann ist weit über 40 und lässt sich von seiner Mutter herumkommandieren. Kein Wunder, dass er nicht ganz dicht ist. Das Fenster ist geöffnet, vermutlich um für etwas frische Luft zu sorgen. Oder es lässt sich nicht mehr richtig schließen. Wer weiß.
Nip. Das sollte ich erst machen, wenn ich die Fotos auch entwickeln will. Ich weiß nicht, wohin. Ich bin total... Ich weiß es nicht. Ist da irgendwo... Keine Ahnung. Okay, Leute, ich muss eh Schluss machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.